Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Warum falle ich hier eigentlich jedes Mal die Treppe runter? Nach oben genauso, da ist irgendwie so ein unsichtbares Ding im Weg. Tja, nun denn. Hey Garrond, ich habe einen Drachen getötet. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten Sie sich zurück. Das hätte er doch besser. Gut, damit hätte ich schon mal zwei Drachen besiegt. Das habe ich früher auch. So, wer von euch hatte Infos über die weiteren Drachen? Ich glaube, Oryk war das. Genau. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich würde dort nach ihm suchen. Okay. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Ja, dass hier relativ viele Orks sind, habe ich schon gemerkt. Ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt auch so langsam mal zu Hoshpak gehen. Ich glaube gar nicht, dass das alles ist. Denn, mit Biff hat es ja relativ gut geklappt jetzt, mit den ganzen Echsenmenschen und so. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir mit ein paar Orks zurechtkommen. Von mir erfährt keiner was. Gut, aber ich bin ein bisschen angeschlagen und es ist 17.31 Uhr und deswegen würde ich jetzt als allererstes mich mal hier in das Bettchen begeben und bis zum nächsten Morgen schlafen, um Leben und Mana für Innos, wie jeden Morgen für Innos, um Leben und Mana wieder aufzufüllen und damit ich natürlich auch möglichst lange hier das Tageslicht nutzen kann. So, das ist zurzeit relativ linear, das Spiel. Ich muss einfach die Drachen suchen und gut, bei den Orks unten gibt es ein paar Dinge. Wie gesagt, Hoshpak, dann, wie war das? Genau, Angars Amulett, irgendwo im Süden, Feros Schwert bei den Orks. Ja, viel mehr war es eigentlich auch gar nicht, was ich gerade zu tun habe. Zumindest hier im Minental. Nun denn, was soll's. Gut. Nachdem ich das Ganze hier erledigt habe, will ich eine Runde speichern und auch übrigens, so wie ich es jetzt mal versprochen hatte, ich habe hier mein Fleisch gebraten. Schauen wir mal, ob ich das noch irgendwann brauchen werde. So, Biff, du bist dort, sehr schön. Schauen wir mal, ob hier nicht noch irgendwelche Orks in der Nähe sind. Sieht aber nicht so aus. Hey Biff! Hey, du! Du bist vollständig geheilt, ne? Komm mit. Ja, du bist vollständig geheilt. Sehr gut. Also, dann haben wir doch... Also, ich will jetzt nach Richtung Süden zu den Drachen. Problem ist, hier sind ganz schön viele Orks. Und zwar so richtig viele Orks. Wie mache ich das am besten? Eins, zwei... Wie viele sind das? Zwei, drei... Drei Elites. Ich in Feuersturm hinhaue. Ich würde gerne den mittleren treffen. Ich kann nicht so... Ich will den mittleren. Komm schon. Ach, komm schon. Gib mir den mittleren. Mann! Den mittleren. Nicht den... Dann halt eben den. Ist getroffen. Nö, hat's nicht. Ich meine, die da hinten, die bleiben friedlich. Das heißt, ich kann jetzt hier einen einfrieren. Allerdings rennt Biff leider zu dem Falschen, nämlich zum Eingefrorenen. Au! Biff, der hier ist gefährlicher. Autsch, das war knapp. Das war auch knapp. Ich würde gerne ein bisschen von den Orks am Hintergrund weg, bevor die beschließen, hier auch noch herzukommen. Komm schon, Biff, hau rein! Nein, nicht mich! Ach, Mist. Da hat er ihn sogar noch umgelegt nach meinem Tod. Ach, Mist. Ja gut, das war aber auch blöd von mir gerade. Das war gerade sehr blöd von mir, dass ich da einfach... mich wieder abtreffen lassen.
Nun gut, probieren wir das Ganze nochmal mit den zwei Eliten. Und diesmal... Hey, du! Komm mit! Überlege ich mir was. Warte, also... Erstens, wir fangen schon von hier an, damit nicht die Gefahr besteht. Hey, das sind doch nur zwei, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee, das sind drei. Schon wieder eins von diesen Biestern. Nur der Feuersturm macht irgendwie gar keinen Schaden auf den. Ach, guck mal, es kommt ja nur einer her. Dafür ist da ein Bug, der mir nicht gefällt. Biff, Bug. Biff, Bug. So, das war's mit. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Genau, wollte ich auch gerade sagen. So, dann erstmal das Wichtigste. Brauchst du Heilung? Klar, Schaden kann's nicht. Ja, das Wichtigste. Hier einen fetten Heiltrank für Biff. Und ich brauche genau 40. Ich könnte jetzt. Na komm, hier einen Schinken, dann brauche ich noch 20. Dann noch eine Pfiffsuppe, dann brauche ich noch 10. Und dann, warte mal, wie sieht's denn mit Mana aus? 125? Nee, also Mana kriege ich ja so, wie immer. Zack und zack. Dann brauche ich noch 10 Lebenspunkte. Ich dachte gerade, ich hätte die schwere Feuerrupe gegessen, aber... Nein, die esse ich natürlich nicht. So, Biff, dein 11 Gold kannst Moment du haben. Mal. Ja. Hier ist dein Anteil. Alles klar. Natürlich kriegst du deinen Anteil. Ich bin ja kein unehrenhafter Innos-Diener oder Bandit oder so. Keine Sorge. Ich verarsche dich schon nicht. So, dann haben wir hier zwei weitere Ork-Elites. Ich würde mal beim linken anhauen, dass der Herr gerannt kommt und dann den rechten einfrieren. Ups. Und vielleicht auch den hier einfrieren. Und Biff haut mal wieder den Falschen. Komm schon, Biff, komm her. Mist, da kommt noch einer. Biff. Kein Unsinn. Ja, gut, ein Ork kann ich, glaube ich, stallen. Aber nicht zwei. Vergiss es. Oh, Biff ist tot. Wie ist... Nee, warte mal, das ist gar nicht Biff. Das ist ein Ork. Sorry. Oh, doch, tatsächlich. Nee, das ist auch nicht Biff. Wo ist denn Biff? Jetzt ist Biff tot. Ah. Tja, das war dann wohl nix. Ich dachte eigentlich so mit Biff würde das so ein bisschen gut klappen, hier Orks zu prügeln. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Tja, gut. Machen wir es mal so. Dann lassen wir die Ork-Elites mal einfach rechts liegen hier. Und schnappen uns erstmal nur die beiden da unten, die beiden normalen Orks. Natürlich wie immer das gleiche Problem. Den ersten, den ich anzaubere, den wird Biff angreifen. So, das war's mit dir. Naja, gut. Du, Biff, da ist noch einer. Ups. Zielsystem, geh doch nicht auf meine Freunde. Ach komm. Dann kriegst du hier noch einen kleinen Heiltrank. So, sehr schön. Ein Ork weniger. Moment. Ach Gott, wegen zwei Gold, ernsthaft. Du bist so ein i-Tüpfelchen. Ich sag's nicht. Komm her. Kriegst zwei Gold Moment von mir. Mal. Ja. Hier ist dein du kleiner. Nein, ich sag's nicht. Ich beleidige ihn jetzt nicht. Das ist unter meiner Würde. So, 120 Mana. Wie kriege ich 120 Mana? Ein 50er, ein 70er. Habe ich immer wieder 5 verschwendet, was soll's. Ich habe übrigens auch 16 Lernpunkte, habe ich gerade gesehen noch. Die Frage ist, wie kriege ich die los? Ich würde eigentlich einen Mana holen dafür.
Eins, zwei, drei. Und dann kommt hoffentlich noch einer. Nein, kommt keiner mehr. Dann kriegt es der Ork-Schamane. Für den ich außer Reichweite bin, wie es aussieht. Gut, dann würde ich den nämlich mal einfrieren. Wunderbärchen. Danach kriegt er noch ein paar Blitze ab. Verdammt. Was fehlt mir jetzt an Mana? Genau 100. Nein, das waren 75er, ich Depp. Ups. Ah gut, ging in die richtige Richtung. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Alles gut. So. Mir fehlt ein bisschen Leben, ne? Das heißt, ich kann jetzt einfach zwei Blauflieder futtern. So, ich sag doch, ich mag den Blauflieder. Gerade für so Feintuning von Mana und Leben. Das ist eine feine Sache. So, was haben wir denn da unten? Ein Varg, ein Ork-Krieger. Was ist gefährlicher? Der ist nicht gefährlich. Zack, eingefroren. So, Biff, der ist für dich. Ach, guck mal hier. Pilze. Sehr schön. Während Biff sich hier vergnügt, sammle ich einfach mal ein paar Pilze ein. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Okay, neuer Plan. Ich trinke Mana. Und dann friere ich einen Ork ein. Und dann friere ich... Okay, alles gut. Ist nur einer. Weil nicht, dass mir Biff hier wieder drauf geht. Das muss dann irgendwie doch nicht sein. Aber solange er ja die Orks auf sich lockt, so wie gerade eben, ist ja das Schöne, hier ist ein, dass ich wirklich gemütlich meinen Mana auffüllen kann. Und dann, oh, komm schon, das nervt. Das nervt echt. Hier ist ein, ich kann echt mitten im Kampf meinen Mana auffüllen. Wenn es klappt, das Biff, wie gesagt, wenn es klappt, dass Biff halt alle auf sich lockt. Ja, hier, zwei Gold, nimm's dir. Moment mal. Ja, kannst du haben. Hier ist der Anteil. So, und außerdem kriegst du dann noch einen großen Heiltrank. Ja, das reicht. Das reicht. So. Ich brauche 40 Mana. Trinke ich mal einen 50er. Passt schon. Und dann... Ihr wisst ja, wie das ist. Bevor ich irgendwie kaputt gehe wieder... ich irgendwas vergessen habe oder übersehe oder in eine Falle laufe. Einfach mal eine Runde speichern. Und hey, das kenne ich doch. Das ist doch das... Hui. Ups. Ups. Verdammt. Ja. Okay. Ich dachte, die rennen auf Biff gerade. Es klang kurz so, als hätten sie den Kampf abgebrochen. Okay, haben sie nicht. Nun, aber gut. Was ich sagen wollte, ist, dieser Tunnel hier, das scheint mir... Ah, Orkast. Dieser Tunnel hier ist, glaube ich, der alte Südeingang des alten Lagers. Und hier müsste dann eine Rampe sein, genau über die ich runterkomme. Was? Ziemlich brenzliche Gegend. Ach so, ja, natürlich. Du ziehst dich zurück, wenn ich in Warte die mal. Burg gehe. Brauchst du... Klar. Nee. Ich werde dir... Vergiss es aber. Ja, ich vergesse es nicht. Okay, wenn du hier hinläufst, dann muss ich wohl hier einfrieren. Am besten beide, so wie es aussieht. What? What? Wieso ist der denn plötzlich da? Wo kommt der denn plötzlich her? Was zum Henker? Wo kommt der plötzlich her? Wie viel Mana brauche ich? Ich gehe mal aus dem Weg. So. So gefällt mir das. Sehr schön. Gut gemacht, Biff. Gut gemacht. Im Team sind wir doch ganz gut. Okay. Hier Nummer 3 von. Du, Biff, lauf doch mal nicht so weg. Ich bin doch da.
65, jetzt brauche ich noch 110. Habe ich zwei hiervon. Und was haben wir denn da? Doppelten Hammer. Nee, den drücke ich nicht, der macht Schaden. Komm, wenn ich von das Fleisch gebraten habe, dann futter ich es auch einfach. So, jetzt nehme ich die mal aus. Das Schöne ist, jetzt gerade kriegt Biff kein Gold dafür. Hehe. Obwohl er mir geholfen hat. Leichte Wunden heilen, Zähne, Fackel, okay. Na dann. Dann haben wir uns jetzt so wunderschön bisschen durch die Orks geprügelt. Warte mal. Brauchst du Heilung? Klar. Aber so richtig zielführend war das gerade nicht. Klar. Das Problem ist jetzt nur... Warte mal. Biff haut gerade ab. Brauchst du Heilung? Klar. Also er geht jetzt zu seinem Standardplätzchen zurück. Von wo aus ich ihn dann später wahrscheinlich wieder mitnehmen kann, aber jetzt gerade halt nicht. Was ein bisschen blöd ist für mich, weil ich jetzt gerade sonst nichts tun kann. Aber ich kann natürlich trotzdem was tun. Ich kann mich jetzt nämlich nützlich machen, indem ich... Habe ich denn den Teleport zum Kloster ausgewählt? Da. 9, 8, 7. Sehr schön. Moment, was? 8 ist Pass im Minental. Ich brauche noch Pass in Korinis. Wo ist Pass in Korinis? Pass in Korinis, Kloster. Sehr schön. Warum habe ich das nicht dauerhaft ausgewählt? Ist eine gute Frage. Müsste ich eigentlich. Gut. Aber wie gesagt, während Biff da zurückläuft, gehe ich einfach mal ins Kloster und erhöhe meinen Mana. Und ja, wenn ich zurückkomme, ist er wieder da. Dann können wir weitermachen. Und dann gehen wir zu Hashpak, würde ich sagen. Und danach gehen wir dann zum Feuerdrachen. Also ich nehme an, es ist der Feuerdrache. Weil ich weiß ja, es gibt einen Feuerdrache. Und naja, wenn er schon auf dem Vulkan drauf sitzt, dann gehe ich doch stark davon aus, dass es sich dabei um einen Feuerdrachen handelt. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Sehr schön. Plus 5. Dankeschön. Deine magische Kraft ist groß. Zu groß, als dass ich dir jetzt noch helfen könnte, sie zu steigern. Na gut. Das glaube ich dir jetzt langsam auch bei 90. Bei 90 glaube ich dir das. Aber vorher hätte ich dir das nicht geglaubt. Gut, ich habe jetzt 130 Mana. Das heißt, meine 50 und 75 Heilorgien werden wahrscheinlich trotzdem nicht wenig genug sein. Also werden immer noch zu viel sein. Ich habe hier Blitzschlag, den kann ich immer noch nur 4-mal machen. Ich bräuchte für ein 5. Mal 150, also noch 20 mehr. Den hier kann ich auf jeden Fall 5-mal machen, konnte ich aber davor schon. Ich kann jetzt aber für... Ja, das 3 Blitzschläge kann ich einen Eisblock machen. Also ich kann einen Eisblock und danach 3-mal Blitzschlag, statt einen Eisblock und dann 2-mal Blitzschlag. Und wenn ich 2 Eisblöcke mache, habe ich 80 weg, habe ich noch 50. Wenn ich 2 Eisblöcke mache, kann ich immer noch 2 Feuerstürme hinterherhauen, okay. Merke ich mir mal. Ein Eisblock heißt 3 Blitzschläge. 2 Eisblöcke heißt 2 Feuerstürme oder ein Blitzschlag. Das ist gar nicht mal so blöd, das zu wissen. Wenn ich dann irgendwann mal möglichst viel Schaden auf einmal machen muss. Naja, was heißt irgendwann? Ich kann mir schon denken, dass das bald sein wird. Wenn ich hier weiterhin die Orks jage und die Drachen jage. Ich fürchte allerdings jetzt, wo Mild mir nicht mehr helfen kann und ich 90 Mana durch Lernpunkte habe, dass Mana steigern ab sofort 4 Lernpunkte kostet. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich 2 Stufen aufsteigen, um mein Mana um weitere 5 zu steigern. Und die Steigerung auf 5 Lernpunkte wird wahrscheinlich dann bei 120 sein, wenn es alle 30 sind, so wie es aussieht. Das heißt, ich muss mein Mana um 30 steigern für jeweils 4 Lernpunkte. Ich brauche also 120 Lernpunkte. Das heißt, ich muss 12 Stufen aufsteigen, bis ich meine Items, die Mana dauerhaft steigern, endlich sinnvoll benutzen kann. Das wird tatsächlich wohl noch eine Weile dauern, so wie es aussieht. Ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre zu sagen jetzt, weißt du was?
Scheiß drauf. In 12 Leveln bin ich hier eh bald durch, weil nach den Drachen kommt nicht mehr allzu viel. Ich bin schon relativ am Ende des Spiels. Dann bin ich halt nicht ganz so effizient. Aber dafür habe ich jetzt halt ganz viel Mana und kann viel mehr machen. Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich jetzt. Da kenne ich jetzt nichts, ne? Ja, ich mache das jetzt. So wie ich es gesagt habe. Und danach kann ich dann meine Levelaufstiege benutzen, um... Ja, vielleicht meinen Zweihänder-Skill ein bisschen zu steigern oder meine Stärke ein bisschen. Genau. So. Regeneration brauche ich nicht. Moment, hä? Warum habe ich den nicht getrunken? Der bringt mir sofort was. So, Mana plus 5. Und dann hatte ich, glaube ich, noch eine Gesteintafel. Bogenschütze? Warum habe ich die nicht gelesen? Gib mal her. Ist doch gut. Die nehme ich doch glatt. Armbrustschütze auch. Bringt mir halt nichts. Das kann ich nicht lesen. Ah, da war ja was. Okay, das bringt mir auch nichts. Das kann ich nicht lesen. Und die Dreier kann ich noch nicht lesen. Schade. Nun denn, aber gut. Los geht's. 2, 4, 6, 8, 10. Macht 15 Mana extra. 19, 23. Damit habe ich 23 Mana jetzt extra. Das heißt, ich müsste jetzt bei genau 153 sein. Sehr schön. Und dann schlafe ich jetzt doch mal wieder bis zum nächsten Morgen. Damit ich wieder den vollen Tag... Für Innos! Für Innos. Damit ich wieder den vollen Tag habe. Und diesmal fühle ich mich auch wesentlich stärker. Also effektiv habe ich jetzt 150 Mana. Ich hab so einen. Das heißt, ich kann meinen Blitzschlag tatsächlich endlich 5-mal machen. Das ist eine schlimme Sache. Und wisst ihr was? Die Folge ist eh schon so lang. Und ich werde jetzt offscreen ganz viele Dunkelpilze essen. Für Innos! Ich glaube, ich brauche 50, um mein Mana um 5 zu steigern. Also, und da ich noch ein paar essen muss für die erste Steigerung, wird es nur, wenn effektiv nur 300 was bringen. Also 6 Steigerungen, also 30, dann bin ich bei 180. 183, um genau zu sein. Genau. Das mache ich jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier mit Biff weiterhin auf Hoshpak-Jagd gehe. Ich hoffe, Biff ist noch da. Ich werfe eben mal einen Blick rüber. Aber ja, er ist noch da, sehr schön. Und ich kann ihn wieder abholen, so wie ich mir das gedacht hatte. Gut, das heißt, hier sind wir gerade sicher, hier haben wir alles gesäubert. Genau, ich werde jetzt Pilze essen, vielleicht mit Biff eine Kleinigkeit kochen daraus. Und beim nächsten Mal mache ich dann Jagd auf Hoshpak. Und vielleicht finde ich da ja ein Amulett oder Feros Schwert. Und danach gehen wir zum Feuerdrachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.